بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Im letzten Unterricht hatten wir ein bisschen über die Definition des Ilm al-Kalam gesprochen, was seit dem 17. Jahrhundert wird das in der deutschen Sprache als scholastische Theologie übersetzt. Scholastische Theologie, der Ilm al-Kalam. Manche übersetzen es als die spekulative Theologie. Manche Orientalisten nennen das die arabische Metaphysik. Das sind verschiedene Begriffe, die hier verwendet werden. Wir haben uns die klassischen Definitionen mal angeschaut und dabei haben wir festgestellt, dass es ein paar Probleme gibt mit diesen Definitionen. Unter anderem haben wir erwähnt, dass das recht junge Definitionen sind, die deutlich jünger sind als der Ilm al-Kalam selbst. Also die Anfänge des Ilm al-Kalam können wir zurückverfolgen bis aufs 1., 2. Jahrhundert. Und die Definitionen sind aber deutlich älter. Also die Definitionen, die sich durchgesetzt haben, wie etwa die Definition von Al-Iji aus seinen Al-Mawaqif, die Standpunkte, Al-Iji, haben wir gesagt, ist aus welchem Jahrhundert gewesen? Adud ad-Din Al-Iji aus dem 8. Jahrhundert. Und dann haben wir die etymologischen Aspekte der Bezeichnung ebenfalls erwähnt. Und auch hier haben wir festgestellt, dass vieles davon gibt dem Begriff eine positive Konnotation. Übrigens, eines der meist genannten Gründe dafür, warum der Ilm al-Kalam diesen Begriff, diese Bezeichnung bekommen hat, also Ilm al-Kalam. Warum hat man diese Disziplin oder diese Methodik, warum hat man sie gerade Ilm al-Kalam genannt? Wir hatten den ersten Punkt erwähnt und das ist eines der meistgenannten Ursachen. Das war, weil die ersten Dispute im theologischen Sinne, yani den Kalam Allah Ta'alas betrafen, die Rede Gottes, der Koran, erschaffen, unerschaffen, ewig und anfangslos oder zeitlich entstanden. Aber unter anderem erwähnt das der Doxograph Abul Fath al-Shahrastani. Also wir übernehmen jetzt einfach mal das Wort Doxograph und dann meinen wir Personen, die sich mit den Religionen, Philosophien und den Gruppierungen und Sekten innerhalb einer Religion beschäftigen, diese auflisten, sortieren, analysieren und so weiter. Abul Fath al-Shahrastani ist einer der Doxographen und hat ein Werk verfasst unter dem Namen Al-Milal wa Nihal. Al-Milal wa Nihal. Vielleicht kann man es übersetzen als Religionen und Ideen oder so in der Art. Jedenfalls dort spricht er, als er zu dem Teil der muslimischen Denkvorstellungen und Ideen kommt, dort gliedert er sie ein und beginnt er dort mit den Mu'tazila. Und er sagt da Folgendes, am Anfang der Einführung auf Seite 29, dort sagt er, ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حيث نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام. طيب, er sagt, so dann lasen oder studierten einige Lehrer der Mu'tazila, so dann lasen, studierten
einige Lehrer der Mu'tazila die Werke der Falasifa. Ich übersetze das Wort Falasifa nicht als Philosophen jetzt, aus einem ganz bestimmten Grund. Dazu kommen wir aber auch später, inshallah, wenn wir über die sogenannten Al-Falasifatul Islamiyun sprechen, was mit dem Begriff Falsafa denn gemeint ist. Falsafa, was wir einfach übersetzen als Philosophie. Und manche, das ist ein Problem bei Terminologien und ihren Übersetzungen. Manche reagieren immer sehr allergisch einfach nur auf das Wort Philosophie. Also wenn du sagst, philosophisch betrachtet ist das so und so. Und dann reagiert die Person möglicherweise schon allergisch darauf, weil Philosophie ist ja etwas Verbotenes und Schlechtes. Also alles, was mit der Philosophie zu tun hat, muss auch schlecht sein. Das Problem ist, wenn wir von der Falsafa in diesem theologischen Kontext reden, dann ist damit etwas ganz Spezifisches gemeint und nicht einfach alles, was man Philosophie nennt. Aber dazu kommen wir später, inshallah. Wir sind gerade beim Kalam und nicht bei den Falasifa. Auf jeden Fall, er sagt, so dann lasen einige Lehrer der Mu'tazila die Werke der Falasifa, seitdem sie unter der Regierung Al-Ma'muns übersetzt waren und vermischten deren Methode mit der Methode des Kalam, und begründeten dadurch eine besondere Art der Wissenschaft, welche sie eben Kalam nannten. So, und jetzt begründet er, warum das als Kalam bezeichnet wurde. Er sagt, entweder weil die Hauptfrage, um welche sich ihre Disputationen und Kontroversen drehten, eben die Frage über die Rede Gottes war, sodass die ganze Art, dieser Disziplin der Wissenschaft, die ganze Art den Namen dieser Einzelfrage bekam. Das ist der erste Grund, den er hier anführt. Und als zweiten Grund führt er Folgendes an. Oder weil sie es den Philosophen, welche einen bestimmten Teil ihrer Lehre, ihrer Wissenschaft, Mantiq nannten, nachmachten. Denn Mantiq und Kalam sind Synonyme. Mantiq und Kalam sind Synonyme. Hat jemand verstanden, was er hier mit dem zweiten Punkt meint? Ich lese es euch nochmal vor und dann sagt ihr mir, was ihr darunter versteht. Also er sagt, der zweite Grund, warum der Ilm al-Kalam so genannt wurde, er sagt, oder weil sie es den Philosophen, welche einen bestimmten Teil ihrer Wissenschaft Mantiq nannten, nachmachten, denn Mantiq und Kalam sind Synonyme. وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان. Was versteht ihr darunter? Weil Mantiq und Kalam füreinander. طيب, was bedeutet das? Also, der Begriff Mantiq, علم المنطق, die Logik, das ist der Kalam? Meint er das damit? Yani, dass der Ilm al-Mantiq der Kalam selbst ist? Nein, das meint er nicht. Das sind natürlich nicht die gleichen Sachen. Das meint er nicht. Er meint, es beruht auf al-Mantiq. Er meint damit, al-Mantiq bedeutet linguistisch unter anderem die Rede, unter anderem. Und die Philosophen haben einen Teil oder einen Bereich ihrer Lehre, haben sie Mantiq genannt. Und er sagt, dass die Mu'tazila es ihnen nachmachen wollten und einen Teil ihrer Lehre als Kalam bezeichneten, denn Mantiq und Kalam sind Synonyme linguistisch. Rede. وعلمنا منطق الطير المنطق
منطق الطير، منطق الإنسان، دي سبراخة des Menschen. ماشي يا إخوة؟ طيب، also أبو الفتح الشهرستاني، der Doxograph, der übrigens selbst متكلم ist, أشعري، selber أشعري. Aus dem 6. Jahrhundert ist er, Mitte 6. Jahrhundert ist er gestorben. Also er behauptet hier, dass das eines dieser zwei Gründe ist. Die Begründung mag einleuchten, aber ist aus historischer Hinsicht, nicht korrekt, behauptet Ibn Taymiyyah, da die Mutakallimun bereits vor dieser Kontroverse, also über den Kalam Allahs und so weiter, diese Bezeichnung trugen oder ihnen diese Bezeichnung anhing. Gut, fassen wir noch mal kurz zusammen. Warum, oder ihr fasst mir kurz zusammen, warum sind diese genannten Definitionen problematisch? Ganz kurz und knapp noch mal der Punkt, warum sind diese Definitionen problematisch, wie etwa die Definition von Al-Iji, die wir genannt haben. Die Kunst des Kalam oder die Wissenschaft des Kalam ist eine Disziplin, mit der man die religiösen Dogmen zu beweisen vermag, durch Anführung von Argumenten und Abwendung der Zweifel. Das ist eine typische, klassische Definition, häufig angeführt. Warum sind diese Definitionen für uns problematisch? Tfaddal ya ikhwa. Schreibt. Weil sie zu generell gehalten sind und auf nichts Explizites verweisen. Es klingt positiv, die Realität ist jedoch verwerflich, da die sogenannten Beweise und Argumente kaum auf den Athar beruhen. Nein, das sind unter anderem einige Gesichtspunkte, warum das problematisch ist. Also zum der erste Punkt haben wir gesagt, die ersten Äußerungen, die überliefert worden sind von den Ahlul Ilm über den Kalam, sind grundsätzlich negativ. Sie sind grundsätzlich negativ behaftet und haben eine kritische Behaftung. Diese Definitionen aber lassen nichts Kritisches anmerken. Im Grunde sind sie nichts anderes als Definitionen in einer gewissen Art und Weise einfach für die Al-Aqida. Also ist das nicht so miteinander zu vereinbaren. Das ist eines der Punkte. Zweitens, wie Abu Musa hier sagt, sie sind tatsächlich sehr generell. Deswegen diese Definition, die Definition von Al-Iji, die er hier genommen hat, oder die er ausgewählt hat, die kann man auch für jede Religion benutzen. Richtig? Die kann auch nicht nur jede Religion, auch jede Gruppe benutzen. Yani, wenn wir sagen, der Kalam bedeutet, dass man religiöse Dogmen zu beweisen vermag, durch Anführung von Argumenten, Abwenden von Zweifeln, das kann ja der Mu'tazili auch benutzen, der Qadari kann das benutzen und der Nasrani kann das auch benutzen. Also das ist nicht islamspezifisch. Das ist aber, man muss sagen, da gibt es verschiedene Definitionen, manche definieren das islamspezifisch, manche lassen das offen. Tayyib, also wir brauchen eine andere Definition, die wir verwenden können im Kontext eben dieser negativen Beladung oder dieser negativen Ladung, die das Wort hat. Und wir hatten eine Definition erwähnt von Muhammad Abdu. Muhammad Abdu, kennt jemand ihn? Muhammad Abdu ist einer der größten Schüler
von dem, wie hieß er nochmal, Al-Afghani. Wie hieß der? Nee, fällt mir gerade nicht mehr ein. Der war berühmt in Ägypten unter anderem. Hat dort gewirkt. Mohammed Abdu auf jeden Fall hat meiner Meinung nach hat das recht schlüssig dargestellt, was den Rindern und Kanaren unterscheidet von anderen theologischen Denkrichtungen oder Lehrgebilden. Hast du die Definition als Text, Arisa? طيب. Ich habe sie jetzt nicht hier vor mir. Warte, ich kann sie hier aufmachen. So, okay. Er sagt in seinem Buch At-Tawhid, er sagt darin, weil sich diese Wissenschaft auf Vernunftbeweise stützt, die durch die Darlegung der Fachgelehrten klar herausgestellt werden. Oh, die islamischen Theologen berufen sich ja in diesen Darlegungen nur selten auf die Überlieferung. Und wenn sie es tun, so geschieht es erst, nachdem sie die ersten Prinzipien nach den Gesetzen der Vernunft festgelegt haben. Und von ihnen leiten sie, von der Vernunft geführt, ihre weiteren Folgerungen ab. Das ist ein ganz interessanter Punkt und diesen Punkt wollen wir uns näher anschauen. Und im Lichte dieser Methodik dann auch das Ganze definieren. Also richtig ist, dass der Begriff des Kalam negativ konnotiert ist. Nach und nach verbreitet sich der Begriff, wird bekannt und wurde zum Eigennamen dieser Disziplin, die sich auf ganz spezifische rationelle Vorgänge stützt oder auf Vernunft basierende Schlüsse stützt. Und dieser Begriff wurde dann eben zum Titel der Ahlul Kalam. Da nun kein Ausweg mehr bestand, dieser Bezeichnung auszuweichen, wurde sie akzeptiert und mit der Zeit ins Positive gewandelt. Möchte man jetzt diese Denkschule des Kalam vage definieren. Also diese Definition, die ich jetzt anführen werde, sie beansprucht es nicht vollkommen zu sein und beansprucht auch nicht den Standards der Definitionen zu entsprechen. Das tut sie nämlich nicht. Es ist nur eine Annäherung, ein Annäherungsversuch. Und dafür gibt es dann eben diese neue Definition. Tamam. Es gibt jetzt eine neue Definition oder einige neue Definitionsversuche. Eins davon ist hier folgender. Diese Definition besagt, hier, also die Madrasatul Kalam oder Madrasatul Kalamiyya, hier ittijahun ilmi dhu usulin muhaddada, ya'tamidu fi dirasati ilmin aqida ala mawad عقلية على مواد عقلية مخصوصة من حيث الأساس. Das heißt, es ist eine theoretische Ausrichtung, die sich durch besondere Methoden bei der Eruierung, bei der Feststellung von theologischen Sachverhalten kennzeichnet.
Ihre Grundlegung von theologischen Prinzipien basiert auf spezifische Akliyat. Akliyat, ja, die kann man vielleicht übersetzen als, soll man sagen, auf diverse, nee, nicht Gedanken unbedingt. Es gibt ein Wort, das Kant benutzt in seinem Buch Kritik der Vernunft. Ich glaube, das nennt er Intelligibilia oder so. Intelligibilia. Intelligibilia, das heißt Dinge, die auf die Schlüsse des Vernunftes basieren und nicht auf Sinnbares. Nicht auf Sinnbares. Ja, so in etwa. Al-Aqliyat, tamam? Oder einfach Ratio, die auf die Ratio basieren. Und diese Intelligibilia sind jene Prämissen, Konzepte und Beweise, welche die Mutter Kalimun für apodiktisch halten. Was heißt apodiktisch? Ja, yani evident und unumstößlich. Sichere Wahrheiten. Und diese Prämissen, Konzepte und Beweise, sie dienen als Maßstäbe zur Bewertung der geoffenbarten Dogmatik, also der sogenannten Sam'iyat, mesh, der geoffenbarten Dogmatik, Sam'iyat. Dann haben wir die Al-Aqliyat, das ist die, sind die sozusagen nicht geoffenbarten Dogmatiken, die Aqliyat, die auf den Aql basieren. Und wir haben dann diese geoffenbarten Dogmatiken, das sind die Sam'iyat, die eben auf die Prophetenbotschaften und so weiter basieren. Meshi. Tayyib, jetzt kommt auch ein wichtiger Punkt hinzu. Diese sogenannten Intelligibilia, diese Aqliyat, das sind teilweise Rezeptionen der früheren Philosophen. Das heißt, sie haben bestimmte Dinge übernommen von früheren Philosophen, den griechischen, den persischen oder indischen Ideen. Aber teilweise sind das eigene Ideen der Mutter Kalimun. Teilweise sind es die eigenen, sind es Ideen der Mutter Kalimun selbst. Und keine Rezeption früherer, ja, philosophischer Ideen und Gedanken. Eines der wichtigsten, und mit diesem Beispiel möchten wir auch zeigen, was das genau bedeutet, dass die, wie Muhammad Abdu sagt, dass die, wie er selbst ja sagt, dass die Theologen, er meint die Mutakallimun, dass diese die Dogmatik primär nicht auf Überlieferungen aufbauen, sondern auf eben diese Dinge, die sie für intelligibel halten. Und dazu können wir uns den Dalil al-Hudus oder Dalil al-Tarkib als Beispiel nehmen, denn das ist eines der größten, wichtigsten Konzepte bei allen Mutakallimun, egal welcher Gruppe sie angehören, bei allen Mutakallimun, den Mu'tazila, den Asha'ira, den Maturidiyya, den Jahmiyya, alle teilen dieses Prinzip, halten sich aber mehr oder weniger an die Implikationen davon, also die Folgen davon. Den Dalil Hadith oder Dalil Tarkib werden wir nicht genauer angehen können, aber ich möchte nur ein bisschen veranschaulichen, was das zur Folge hat und inwiefern das mit den methodischen Aspekten hier eben verquickt ist. Der Dalil Hudus, Dalil Tarkib wirkt sich aus, das ist eines ihrer Konzepte, die auf Vernunft basieren. Das heißt, dieses Konzept so als solches, wie sie es darstellen, ist nicht entnommen aus den Offenbarungen, sondern es basiert auf diverse Schlussfolgerungen und Prämissen und eine ganz große Verkettung von Prämissen. Der Dalil al-Tarkib, Dalil al-Hudus, also das Rückenmark sämtlicher scholastischer Denkschulen und das Bollwerk ihrer Spekulationen, das sich über viele Thematiken der Aqida
erstreckt. Hauptsächlich aber und über die Attribute, über die, ja, das Göttliche und die Attribute Gottes. So, wie sieht das kurz aus? Nur mal kurz dargestellt. Würde man Gott bestimmte Eigenschaften zuschreiben, wie sie in ihrem äußeren Sinn in der Offenbarung verstanden werden und wie sie in Hülle und Fülle in der Offenbarung vorzufinden sind, dann würde das zu einem von zwei Dingen führen. Das führt zu einem von zwei Dingen und da geht kein Weg vorbei. Erstens zur Verletzung einer oder mehrerer Prämissen eines rationalen Arguments, das den Beweis der Existenz Gottes oder eben der Authentizität der Offenbarung dient. So behaupten sie. Nummer zwei, oder zur Angleichung Gottes an Erschaffenes, ja, zum Teschbih. Und dieser Delil al-Hudus oder Delil al-Tarkib, das sind verschiedene Namen, fast dasselbe. Es gibt noch weitaus mehrere Namen. Laut den Mutakallimun ist das der einzige schlüssige Beweis für die Existenz Gottes und damit einhergehenden dogmatischen Vorstellungen. Was haben wir dann zu tun? Der sogenannte Al-Qanun al-Kulli, den beispielsweise Fakhruddin al-Razi ausformuliert hat, der bestimmt nun, dass jeder solche Konflikte zugunsten der Vernunft aufzulösen ist. Und die Offenbarung muss entsprechend reinterpretiert werden. Und wenn man diese Argumentation der Mutakallimun ein bisschen formalisieren möchte, dann kann man das so machen. Ich zeige euch jetzt mal etwas auf der Folie. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr die Folie? Da eben. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Es geht hier um diese Implikationen des Delil al-Hudus oder eines anderen Konzepts. Delil al-Hudus ist jetzt nur ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Beweis für die Existenz Gottes und wir halten ihn für den einzigen schlüssigen Beweis. Für den einzigen schlüssigen Beweis der Existenz Gottes. Tamam? Nennen wir ihn einfach jetzt hier den Delil Hudus. Das ist der Delil Hudus. Wie er genau konzipiert ist und so weiter, das später vielleicht noch. So, der Delil Hudus, also dieser Beweis der Existenz Gottes, basiert ja auf Prämissen. Prämissen, das heißt sozusagen diverse Vordersätze, aus ihnen schlussfolgern wir dann etwas. Tamam? Wir haben Prämissen und wenn man diese Prämissen miteinander verbindet, entsteht daraus eine gewisse Schlussfolgerung. Ja, ich sage nur beispielsweise jetzt, es gibt verschiedene Formen dafür, aber beispielsweise ich sage, alle Chinesen sind gelb. Okay? Alle Chinesen sind gelb, Prämisse 1. Prämisse 2, Zaid ist gelb. Schlussfolgerung? Zaid ist Chinese. Okay? Oder kein Auto ist blau. Kann natürlich auch negativ sein. Kein Auto ist blau. Dieses Objekt A ist blau. Schlussfolgerung, Objekt A ist kein Auto. Tamam? Das meine Prämissen. Also, dieser Delil basiert auf bestimmten Prämissen. Nehmen wir an, das ist die Prämisse X, Y und Z. Ups, das sollte später kommen, egal. X, Y und Z. Aus diesen drei Prämissen schließt sich dann eben ergibt sich diese Konklusion, dass die besagt, Allah ist erschaffen, Allah ist der Schöpfer und seine Existenz ist notwendig. Tamam?
Jetzt haben wir ein Problem. Dieser einzige schlüssige Delil für die Existenz Gottes, eines seiner Prämissen, hier zum Beispiel Y, setzt die Negation, die Ablehnung bestimmter in der Offenbarung behaupteter Attribute Allah Ta'alas voraus. Das heißt, die Prämisse Y steht im Widerspruch mit diesen Attributen. Prämisse Y steht im Widerspruch mit diesen Attributen. Was machen wir jetzt? Gibt man der äußeren Bedeutung dieser Attribute Vorrang, dann ist der Gottesbeweis hinfällig. Und das ist problematisch. Also, was machen wir? Du bist wahrscheinlich zweimal drin, das Sommer. Du warst ja auch in Telegram, oder nicht? Du bist in Telegram drin und hier drin. Gut. Für was haben sich die Mutakallimun entschieden? Was macht man? Was macht man? Man akzeptiert die Implikationen dieser intelligiblen Prämissen. Man akzeptiert die Folgen davon, die Implikationen. Und dann bedürfen die Attribute eben einer Reinterpretation oder des Tawhid. Das Tawhid, dazu kommen wir auch noch, ist ein Konzept bei den Mutakallimun. Ein konkretes, wenn wir das ein bisschen konkretisieren möchten, mit dem Dalil al-Hudus, den ich eben genannt habe. Dalil al-Hudus bedeutet so viel wie das Argument der zeitlichen Entstehung. Dalil al-Hudus, das Argument der zeitlichen Entstehung, wird auch Dalil al-A'rad genannt. Und wie gesagt, das ist die einzige schlüssige Form, um Allah zu kennen, so behaupten manche von ihnen. Und manche behaupten, dass wer Allah nicht durch diese Argumentation kennt, durch den Dalil al-Hudus kennt, der kennt ihn nicht. Und ob er dann gläubig ist oder nicht, darin sind sie unterschiedlicher Meinung. Einige sind der Auffassung, wer Allah nicht durch den Dalil al-Hudus kennt, der ist ein Kafir. Manche von ihnen sind der Auffassung, dass der Iman gültig ist, aber er versündigt sich. Das ist nämlich die erste Pflicht, Allah Ta'ala durch diesen Dalil al-Hudus kennenzulernen. Dieses Argument der Mutakallimun soll zwei Thesen beweisen. Unter anderem die zeitliche Entstehung der Welt nach einem ganz bestimmten Argumentationsmodell. Also das Problem liegt nicht darin, dass man die zeitliche Entstehung der Welt beweisen möchte, sondern dass das nach einem ganz bestimmten Argumentationsmodell geschieht. Weil die Philosophen unter anderem der Auffassung waren, dass die Welt keinen zeitlichen Anfang hat. Auch wenn die Welt kausal betrachtet der Existenz Gottes nachsteht, kausal betrachtet, steht sie der Existenz Gottes nach, aber die Welt ist ebenfalls anfangslos. So, und die Mutakallimun mussten diese Behauptung widerlegen, und dazu müssen sie beweisen, dass die Welt zeitlich entstanden ist, also einen Anfang hat. Und das Zweite, was zu beweisen ist, ist die Existenz Gottes. Und dieses Konzept gründet auf zwei Prämissen. Das Konzept gründet auf, auf zwei Fundamenten, zwei Hauptprämissen. Erstens, Al-Alamu Hadith, das heißt, die Welt ist zeitlich entstanden. Zweitens, Kullu Hadithin Labudda Lahu Muhdith. Alles, was zeitlich entstanden ist, braucht einen Muhdith, also einen Hervorbringer, der an sich selbst eine notwendige Existenz ist. Tamam, soweit kommt ihr mit? Das erste Fundament, also dass die Welt zeitlich entstanden ist, und hier beginnen die Probleme schon. Hier beginnen jetzt schon unsere Probleme mit diesen Prämissen, die
dieses Ergebnis zur Folge haben sollen. Also, dass die Welt zeitlich entstanden ist. Die Mutakallimun bauen das auf vier Prämissen auf. Erstens, das Bestätigen davon, dass sowas wie Akzidenzien existiert. Akzidenzien, wer weiß, was das ist? Al-A'rad nennen sie das in der... Ja, sie meinen damit Eigenschaften. Also Akzidenzien sind Dinge, die nicht selbst für sich existieren können, sondern immer in einer Substanz oder ja, an einer Substanz haften. Beispielsweise das Schwarzsein von etwas, das Weißsein von etwas, das Rausein von etwas, das Weichsein von etwas. Diese Dinge können nicht selbst existieren für sich. Es gibt nichts, das existiert als Substanz, das was dann weich ist. Du sagst, da kommt gerade weich. Oder siehst du weich? Ebenfalls Farben. Farben existieren immer nur in einer Substanz. Aber das Schwarz so als Konzept, als Idee existiert nicht verkörpert. Okay? Also sie sagen, der erste Punkt ist, dass man die Existenz von diesen A'rad, diesen Akzidenzien, wozu sie alle Eigenschaften zählen, dass man das bestätigt, dass sowas in der veränderbaren Welt besteht. Zweitens, der zweite Punkt ist, dass man beweist, dass sämtliche Akzidenzien zeitlich entstanden sind. Das heißt, sie sind nicht niemals anfangslos. Drittens, das Beweisen davon, dass Substanzen und Akzidenzien untrennbar sind. Also es gibt keine Substanz in der fassbaren Welt, die ohne dieser Akzidenzien und dieser Eigenschaften besteht. Und es gibt keine Akzidenzien, die einfach so vor sich her existieren, ohne eine tragende Substanz. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Alles, was von Akzidenzien behaftet ist, ist zeitlich entstanden. Alles, was Eigenschaften hat, ist zeitlich entstanden. Und mit diesen vier Prämissen wollten sie die zeitliche Entstehung der Welt beweisen, okay? Die zeitliche Entstehung der Welt soll dann bewiesen werden. Damit soll also den Philosophen entgegengehalten werden, dass die Welt nicht urewig ist, sondern einen zeitlichen Anfang hat und somit anders ist als das göttliche Wesen. Und sie behaupten, dass das nur durch diese vier Prämissen geht. Diese vier Prämissen selbst sind unter den Mutakallimun ein Schlachtfeld und sie beinhalten ja einige rationelle, ontologische und philosophische Probleme. Aber das Problem ist jetzt, diese Argumentation hat sehr viele umfangreiche Implikationen. In sämtlichen Disziplinen des Islams, nicht nur in der Aqida, das wirkt sich aus auf den Usul Fiqh, das wirkt sich auf die Balara, auf den Tafsir, auf den Hadith, auf die Aqida. Aber wir wollen uns jetzt nur mal die Implikationen und die Folgen im Bereich der Attribute Allah Ta'alas betrachten. Wenn Sie davon ausgehen, dass jegliche, in Anführungsstrichen, Veränderung symptomatisch für Erschaffenes, Entstandenes ist, dann folgt daraus, dass alles, das dies aufweist, auch erschaffen sein muss. Nun begegnet man in Hülle und Fülle, Texte im Koran und der Sunna, die Allah mit derartigen Handlungen und Attributen prädizieren, also yani, ihm dies als Prädikate beilegen. Allah macht so und so, Allah ist so und so. Und nun stehen wir wieder vor diesen zwei Möglichkeiten, die wir am Anfang genannt haben. Entweder man bestätigt diese Eigenschaften in ihren scheinbaren Bedeutungen, dann wird aber der Beweis gegen die Philosophen hinfällig. Oder B, sie halten sich an die Implikationen ihrer Argumentation und weichen den entsprechenden Attributen Allahs aus. Und diese Verkettung von Prämissen drängt die Mutakallimun in eine ganz enge Sackgasse. Denn der Ausfall einer einzigen Prämisse bringt ihnen eine Anzahl von Problemen.
Yani das Argument für die zeitliche Entstehung der Körper. Dieses Argument, wenn es ausfällt, fällt das ganze Argumentationswerk zusammen. Aber dieses Argument selbst ist wiederum eine Prämisse für den Beweis, dass die Welt nicht ewig ist. Und die These, dass die Welt nicht ewig ist, ist wiederum eine Prämisse für den Beweis der Existenz Gottes. Und die Gottesexistenz ist die Prämisse für den Beweis der Prophetie. Tamam? Das meinen wir, wenn wir sagen, die Mutakallimun, was die Mutakallimun von den Ahlul Athar unterscheidet, ist, dass die Ahlul Athar, die Ahlul Hadith, die Ahlul Sunnah keine übergeordneten Prinzipien haben, die sie zur Bewertung oder zur Filterung der Nusus verwenden. Meshi? Das ist der entscheidende Punkt, in dem sich die Wege scheiden. Tayyib, was hinzu kommt dann die Frage jetzt über die verschiedenen Gruppierungen der Mutakallimun. Die Gruppierungen der Ahlul Kalam sind insgesamt 4. Die Madaris der Ahlul Kalam sind 4. Wir haben die Madrasa der Al-Jahmiyyah, wenn man das als eine Madrasa bezeichnen kann. Dann haben wir die Mu'tazila, die wohl eher als eine Madrasa zu bezeichnen sind, weil sie ein organisiertes, systematisches Lehrgebäude haben, was nicht unbedingt bei den Jahmiyyah der Fall war. Und auch die Person des Jahm ibn Safwan yani, ein bisschen yani, obskur ist. Also es gibt nicht viele Daten zu ihm und vieles, was über ihn gesagt wurde, wurde erst Jahrzehnte nach ihm gesagt. Die Maturidiyya, das ist die dritte Madrasa der Ahlul Kalam, und die vierte Madrasa sind die Asha'ira. Die Jahmiyyah, Mu'tazila, Maturidiyya und die Asha'ira. Aber damit beschäftigen wir uns inshallah das nächste Mal etwas mit diesen einzelnen Elementen oder den einzelnen Denkrichtungen. Wir werden aber natürlich nicht auf Details eingehen, weil wir möchten hier nicht den Kalam analysieren, sondern einen Überblick über die verschiedenen Bereiche der Aqida behandeln. So, dann sind wir mit dem fürs Erste auch fertig. Wir hören uns dann inshallah im nächsten Dars. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم